Das heißt ja, dass sich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit anfühlt. Und die 4 vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien, seit 1996. Südlich der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne liegt in einem Park der Albert Park Circuit. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Es sind öffentliche Straßen, die natürlich am Rennwochenende für den Verkehr gesperrt werden. Aber eben weil es öffentliche Straßen sind, ist dieser Kurs sehr, wie die Engländer sagen, bumpig. Im Deutschen sagen wir schlicht und ergreifend, es gibt eine Menge Bodenwellen. Rund um einen See erwarten uns 16 Kurven und auch dank der DRS-Zonen vor Kurve 1 und Kurve 3 zwei passable Überholmöglichkeiten. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Gasly, Sergio Perez und Vettel, Sainz Junior, Magnussen, Leclerc und Kimi Räikkönen, Ricciardo, Richter, Antonio Giovinazzi und Norris, Albon, Stroll, Nico Hülkenberg und Lukas Weber. Butler und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Gut, dass ich aber nicht der Einzige bin, der sich da ein bisschen verhagelt hat im Qualifying. Okay, be wary of the cars ahead breaking suddenly into one. We could ruin our race if we hit them. Good luck. So, auf geht's. Gehen wir rein ins erste Rennen. Mal gucken, wie weit es nach vorne geht. Mal gucken, wie weit es nach vorne geht für mich, für uns. Viele Punkte wären natürlich heute wichtig. Das ärgert mich. Noch ein paar Sekunden, wie gesagt, zu spät raus. Wir hätten eigentlich noch ein bisschen näher rein müssen. Reingemusst. Na, die Minute wegen dem Flügelwechsel. Die zum Beispiel uns die Zeit gekostet hat und. Also, ja, egal. Versuchen wir es einfach so gut wie möglich zu richten. Ich habe Glück mit dem Setup. Wir sind alle im Regen-Setup unterwegs und wir können mit dem Trocken-Setup ein bisschen mehr aufholen. Ups. Vielleicht lieber ein Alpha vor uns stehen. So. Wird jetzt gar nicht so einfach werden. So, schauen wir mal. Ah, ich bin weggekommen. Wow, der Ferrari da vorne, der wollte aber auch. Muss ich aufpassen, dass mein Flügel da nicht fliegen geht. Ah. Den checken wir uns. Passt. Wir haben ja zwei Autos. Platz 10. Ja, da komme ich nicht vorbei.
Ich höre die zwei, dass sich gegenseitig bekämpfen sind. Ja, da wollte ich. Da wäre ich gerne reingekommen in diese Lücke. Zwei Autos haben wir kassiert, zumindest immer beim Start. So. Im Zweifel drücke ich mich da schön vorbei. 15 Runden stehen wir jetzt an. Das nächste Auto vor uns ist ein Racing Point und dann vor uns unser ehemaliger Teamkollege. Aber wir wollen ja nicht an den beiden vorbei, dann sind wir nämlich direkt hinter unserem Teamkollege. Dann haben wir nämlich die Renault jetzt mal wieder hinten hintereinander. Aber ich habe schon die Lücke so weit aufgefahren, dass ich jetzt schon wieder an dem nächsten Auto gleich dran bin. P9 wären nur 2 Punkte. Das wäre natürlich alles andere als optimal. Aber noch ist das Ding hier nicht gegessen. So, die schnellste Runde haben wir jetzt gerade. Den Punkt hätten wir sicher. Bei 3 Punkte. So, Angriff Markus ist Science. Komm, komm, komm. Bekämpft euch da vorne noch ein bisschen. Du lass mir eine Lücke offen, dass ich euch beide kassieren kann. So, die Plätze 8 und 7. Vorbei. Platz 8. Nächste. Kriege ich das mit dem DS hin? Ne, kriege ich nicht. Ich nah genug dran. Muss ich es irgendwie so richten. Naja, da ist der nächste Wagen davor. Glaube ich, oder? Ja. Der muss jetzt auf 6 liegen. Wenn wir jetzt hier vorbeikommen, sind wir 7. Ja, da spare ich mir lieber ein bisschen was am Ende auf. Ich krieg den ja auch so, hoffentlich. So, jetzt hoffe ich, der Angriff, der spielt ein bisschen anders als der Science. Da bin ich trotzdem vorbei. Wieder in der gleichen Ecke. Scheiße. Das ist mein Teamkollege. Das ist keine gute Info. Oh. Genau, und da steht. Dankeschön.
Tut mir leid, aber den Konter setze ich. Hau ab von mir. Was ist das für der Platz, Alter? Vergiss es. Spiel das Spielchen nicht mit dir mit. Du kostest mir wieder wertvolle Sekunden. Runden noch. 5 Autos haben wir kassiert. Pro Runde 1. Also muss das das Richtige mit dem Kollege sein, ne? Da habe ich gehofft, dass ich relativ gut viele Punkte holen am Anfang. Dann kriege ich die Durchmeldung, dass der da Probleme hat mit seinem Auto. Und er ist verdammt langsam, ja. Scheiße. Na gut, der 6. Platz ist geschenkt quasi. Dann. Ja, lass es doch ziehen. Der Platz ist geschenkt. 6. Nächster, Gasly. Aber die sind alle da hintereinander. Muss ich sie wieder zum Auftakt richten. Ich muss die Lücke jetzt davon ein bisschen zuziehen. Ein Podium wäre Startplatz 3 oder so, das wäre super. Dann wäre ich mit eigentlich fast schon zufrieden. Gelb. Da ist irgendwo gelb gerade gewesen. Die Frage ist wo. Hamilton, langsam. Jawohl, Motorschaden. Platz 5. Ja, sogar noch einen Schock, Platz 2 zu holen dann. Hör dazu. Ja, sehr gut. Das ist eine gute Information. Unser Teamkollege ist wieder ein bisschen an Speed. Und jetzt hole ich mir Verstappen. Bottas mal nicht. Tschüss. Gasly und Perez. So, vielleicht jetzt Angriff schnell. Erste Kurve. Komm, ich wehre mich jetzt ein bisschen. Jetzt habe ich ihn. P3. Ja, ich muss ja ein bisschen was jetzt Gas geben. So, der nächste halt. Ah, da muss ich jetzt mal ran an das Auto. Eieiei. Kollision für Gasly. Ja, da wollte der auch. Damit hat es den Platz wieder gekostet.
der Saison hier gewonnen. Und hier wird es für den alles gut, vielleicht Platz 3 werden. 2 oder 3. So ganz vorne wird es nicht reichen. So. Ja, das ist natürlich nicht gut, dass wir da jetzt noch verloren haben. Aber der Gessi war noch nicht in der Box, ne? Der ist ja jetzt da hinten. Trotzdem. Stimmt, die waren nicht in der Box. Hau ab! Ach, oh, was ein Platz, ey. Brilliant. Nice move. Vettel in der Box. Sebastian's in for his stop. So, sind sie alle in der Box. Da ist aber noch ein Auto davor, was nicht in der Box war. Ganz vorne. Der Ferrari da vorne. Sekunden, ja. Sag ja. Da müssen wir erstmal rankommen. Weber war es ja, der jetzt in der Box ist. Damit sind wir Dritter. Ein Auto will ich zumindest noch. This is great work so far. Six places up on our target. Six places above our target. Mhm. Platz 9 ist die Zielvorgabe. Wir sind momentan Dritter. Aber dieses eine Auto kriege ich mir. Ein Auto will ich wenigstens noch.
Da bin ich aber drauf gekommen, diese Scheißkörper. Mein. Scheiße. Oh, drei Ründchen noch. Okay, you're in the top 10. Jetzt bin ich irgendwie schon seit der ersten Runde. So, krieg ich ihn noch, das wäre wichtig. Nach vorne wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ich weiß nicht, wie groß die Lücke dann noch ist. Den kriege ich noch, komm. Jetzt meine Lieblingsstelle wieder. Diese Rechtskurve hier. Okay, da war ich zu übermütig. Das war hart, aber... Scheiße. Ja, da vorne wird es nicht mehr hinkommen. Das haben wir jetzt durch dieses Manöver ziemlich viel Zeit verloren. Sekunden, das schaffe ich nicht in zwei Runden. Also 400 habe ich schon. Aber ich muss 2 Komma irgendwas aufholen. Ja, ich muss ja pushen jetzt. Muss vor der letzten Runde in Sichtkontakt kommen. Aber es wird nicht klappen. Es wird nicht reichen wahrscheinlich. Geht jetzt in die erste Runde. Also jetzt erste Kurve meine ich. Eine Runde länger wird es wahrscheinlich machbar sein, aber nicht in diese, nicht in der kurzen Distanz.
tatsächlich was noch helfen würde, wäre ein Motorschaden für Niem. Kurve weiter, das schaffe ich nicht. Ich versuche es aber, wird wahrscheinlich nicht reichen, ne. Na, Glückwunsch, das hast du geholt. Schade. Eine Runde vielleicht länger als gereicht. Aber 12 auf 2. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Ach, schade. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Ja, auch gut weit vorne gefahren, waren 16 oder so. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Also stand bei mir gerade die 7 auf dem Auto. Stimmt eigentlich nicht so ganz. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Max Verstappen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Fahrerwertung. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Das ist auf jeden Fall Lukas Weber. Ja, ich war fast erwarten. Er weiß immer wieder, dass er jemand ist, der ganz ohne Aufregung seinen Job macht. Und genau das hat er heute getan. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Red Bull übernimmt die Führung in der Meisterschaft. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Na ja, immerhin, aber trotzdem 52. Das ist schon mal ein besseres Ergebnis, als was wir da so letztes Jahr geholt haben. Naja, gut. Schade. Den hätte ich auch gehabt. Ein, zwei Runden mehr in den Nation gehabt. Ich bin da vorne geholt. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. So. Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Was meinen Sie, wie Lucas über sein neues Team denkt? So, machen wir das mal so. Danke für den Kommentar. Egal, scheiß drauf. Na komm. Jawohl. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Sieht ja aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Das machen wir nicht. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Was hältst du hiervon? Nochmal einen Sprung nach vorne machen. Boah, Fredo, abgeschlechtestes Team. Wir klammern mit dem stärksten Team. Unser ehemaliges Team. Ja klar, die haben alles entwickelt, ne? Dafür habe ich auch noch gesorgt am Ende. Gut, dann nächste Rennwochenende müsste Bahrain sein. Jo, das sagen wir nächste Woche.